So. Meine Eimer. Hatte ich hier. Warum? Muss mir auch mal einer erklären. Naja, egal. So, pass auf. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal. Freitagsfolge. Horizon heißt der Beat von KST Beat. Das ist die Nummer 60. Wir gehen aufs Wochenende zu. Ich freue mich riesig. Party! So. Auf jeden Fall können wir hier schon mal ein paar Felder mitmachen. Das ist schon mal eine Menge Material. Wup, 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 wup. Yeah. Ping, ping. Oh, schlechte Idee. Da rein. Da rein. Da rein. Da rein. So sieht's gut aus. So, das heißt, wir brauchen hier noch 8. Guck mal, 3, 6, 9 also. 1, 2, 3, 4, 5. So sieht das gut aus. Dann hier nochmal. Nicht wahr? Aha. Das heißt, den da einmal befüllt. Nochmal den Eimer Wasser geholt. Und ab dafür. Wupp. 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 Fertig. Kommt da Dingens hier runter und dann kannst du hier schon Felder basteln, weißt du? Vorher machst du hier natürlich diesen Kladderadatsch ab. Oh. Nicht gut, nicht gut. Oh, das gibt eine Menge Felder. Wir müssen nur noch mal gucken, wie wir sie am besten dann wie wir sie dann am besten verbauen. Wie wir sie am besten bebauen, wie wir sie beleuchten, ob wir einen Chunkloader brauchen. Weil es ist ja doch schon eine ziemlich fette Anlage. Ich bin mir nicht sicher, ob die Chunks alle geladen bleiben, wenn wir uns da vorne aufhalten. Verstehst du, was ich meine? So.
So, jetzt probieren wir mal. 1, 2, 3, 4. Ob das bis hier vorne hingeht, das kann ich mir nicht vorstellen. Doch. Ernsthaft? Auch hier? Das wäre erstaunlich. Tatsache. Dann machen wir das. Warum nicht? Wenn das so ist, dann verwenden wir das doch. Da kenne ich nichts. Hab schon wieder zu viele Spitzhacken, Feldhacken gebaut, wie mir scheint. So, siehst du, jetzt habe ich mir den Frust mit der EU ein bisschen von der Seele geredet. Jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Filter kommt und bis ich eben genau das nicht mehr darf. Und deswegen werde ich aller Voraussicht nach nie wirklich mit einer Monetarisierung anfangen, weil ich mich dann abhängig mache von denen, die mir zu erzählen haben, was für einen weichgekochten Content ich einsetzen will. Oder soll. Das sehe ich gar nicht ein. Nur damit es werbefreundlich ist? Nein, definitiv nicht. Dann verzichte ich lieber auf Werbeeinnahmen. Ganz ehrlich. Ich meine, ich verzichte ja sowieso schon auf Werbeeinnahmen. Wer sollte denn auch bitte bei mir Werbung schalten? Ich bin ja gar nicht groß genug fürs YouTube-Partnerprogramm. Vorher haben sie ja jeden reingelassen ins Partnerprogramm. Ja. Und die, die sich nie was zu Schulden haben kommen lassen, die werden dann natürlich gleich mit rausgeschmissen, wenn sie alle anderen rausschmeißen. Da hat sich keiner die Mühe gemacht, mal drüber nachzudenken. Tatsächlich zu viele Spitzhacken gebaut. Feldhacken. Naja, irgendwann werde ich sie wohl leer kriegen, hoffe ich. Und wenn nicht, gucke ich mal, ob es die Mod mit dem Deconstruction Table noch gibt. Kann ich mal bitte hier, dass man mal. Wo kam er denn hier mal, dass man mal hier was sieht? Ja, da wird sogar das Bildmaterial analysiert von den Filtern. Das heißt, der Filter weiß, dass es sich hier um Minecraft handelt. Selbst wenn ich es nicht als solches betiteln würde, würde das der Filter sagen, das ist Minecraft-Content. Und nicht Dinecraft-Content. Darfst du nicht hochladen. Könnte ich jetzt schon kotzen. Hektoliterweise könnte ich mein Frühstück ausspeien, wenn ich nur daran denke. So, jetzt räumen wir hier mal ein bisschen um. Hey, das ist ja noch gar nicht reif. Ich weiß. Deswegen sagte ich ja auch, wir räumen jetzt mal ein bisschen um. Genauso unreif wie mein Gemüt. Oder wie deins. Doppeldiss, hast du gemerkt? Erst diss ich mich selber und dann dich. Aber es fällt nicht auf, weil du bist undissbar. Genauso wie ich. Wupp. Yay. So. Schmeiß mir den ganzen Kladderadatsch mal da oben hin. So, also, was wir in jedem Falle brauchen, was wir nicht haben übrigens, sind Kartoffeln.
Die müssen wir nochmal suchen. Das geht natürlich nicht. Was wir brauchen ist Weizen. Definitiv. Das nehme ich jetzt alles mal mit. Wir machen auch erstmal amtlich Weizenfelder fertig. Das Grundnahrungsmittel aller Grundnahrungsmittel ist Weizen. Und das machen wir jetzt erst einmal startklar. Am besten hier. Hier so schön in der Länge einfach mal ganz fett eine Lage Weizenfelder. So. Zack. Da haben wir einmal richtig viel Weizen hin. Einfach auch, weil wir es können, verstehst du? So, den Rest kannst du hier schon rausschmeißen. Wir machen uns auch eine Lage Karotten. Vielleicht da nicht ganz so viele. So. Und wir organisieren uns in jedem Fall noch Kartoffeln. Ich weiß, die hätten wir vorher nicht alle verbasteln oder verbraten sollen. Haben wir leider aber. Naja, irgendwas ist immer. So, im Hintergrund hörst du die Atlantic Dreams. Aus dem Archiv ftp.modland.com. Angepasst in einer eigenen kleinen Version von meiner selbst. Also ich habe das Ding einfach noch mal in den Tracker gepackt und habe noch mal ein bisschen dran geschraubt. Problem an der Sache, mit dem neuen YouTube-Filter oder Upload-Filter dürften wir das gar nicht mehr. Aber das ist mir mal gerade ein Stück weit egal. Solange wir diesen Song noch hören dürfen, werden wir den hören. Yeah. So. Meine Güte. So, jetzt hacken wir erstmal diesen Baum darunter, weil dieser Fliegebaum geht mir ein bisschen auf den Zeiger. Und wir gehen in Kürze ja schon wieder auf das Ende zu. Meine Güte, das Wochenende steht ja vor der Tür. Heide Witzka, das hatte ich doch vor ein paar Minuten schon mal gesagt. Jo. Hoffen wir mal, dass das Wetter wieder passt. Das sieht nämlich nicht ganz so schön aus fürs Wochenende. Aber wir gucken mal, was dabei rauskommt. So, pass mal auf. Wir werden in jedem Fall noch Kürbisse anbauen. Warum werden wir das? Weil wir es können. Und weil es nötig wird. Fup. 32 Stück sollte mal locker reichen. So. Ich habe ja hier noch Material. Genau. Zack. Das heißt, ich kann ja hier noch, wenn ich will. Hier soll es hin. Hier wird es gepflanzt. Das heißt... So machen wir das. Hier muss dann ein anderes Material hin. Da nehmen wir am besten hier mal so ein paar Steinchen. Guckt ihr doch mal das Steinchen an. Das heißt, ich muss hier 1, 2, 3,
30. Das passt doch wie Arsch auf Eimer. So, wo sind meine Eimer? Pap, 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 pap. Papa, papa, papa. Bing. So, bing. Ping. Das wird dann die letzte Amtshandlung für heute sein. Und dann gehen wir gediegen in das Wochenende. Zack. Zack. Und wenn wir das fertig haben, verziehen wir uns. In jedem Fall hat es mich auf jeden Fall schon mal sehr gefreut, dass du weiterhin dabei geblieben bist, dass du dir den Scheiß angehört hast, den ich jetzt erzählen musste, dass du meine Frustablade auf dich genommen hast. Ja, und wenn es dir gefallen hat, gilt ja wie immer, lass ein Like da oder lass ein Abo da. Wenn nicht, behältst es für dich. Oder du empfiehlst mich jemandem, den du einfach nicht gut leiden kannst, dann soll der sich mit dem Scheiß hier rumschlagen. Ja? Fände ich einen feinen Zug. Fände ich eine coole Idee. Bis dahin würde ich sagen, lassen wir es erstmal einfach so stehen, wie es ist. Bleibt alles so, wie es ist. Und ich verabschiede mich ins Wochenende. Wir hören voneinander. Wir sehen voneinander. Und wann immer es soweit ist. Huch, denken wir aneinander. Huch. Wir wollen jetzt mal zu viel. Da krieg ich zwei zu viel. Was? Das heißt, ich muss diese beiden hier. Ja, das ist natürlich nicht gut gelaufen gerade. Es war natürlich wieder suboptimal. Mit der Master Merchant wieder nie aufgepasst. Zum Schluss nochmal gefailt, weißt du? Warum nicht? So, dann mach ich jetzt hier zwei hin. Und mach da noch zwei hin. Fertig, aus. So, meine Freunde. Wie gesagt, es war mir eine Freude. Wenn es euch gefallen hat, wie immer denken. Und ansonsten einfach planmäßig, wenn es am Montag wieder sehen, falls es denn Zeit und Gesundheit und so weiter zulassen. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wir sehen uns. Bis dahin, haust rein, ich bin raus. Bis dahin.